Hallöchen Leute, hier ist iRussell 770 für Hype 770. Willkommen zur neuesten Kanalvorstellung und Bewertung. Diesmal geht es um den Kanal von Silo 785 oder 785 oder 785 oder wie auch immer. Okay, dann schauen wir uns, wie bei jedem Kanal, das äußere Erscheinungsbild, sprich den Kanal an. Es ist ein langer Kanal. Langer Kanal wieder. Was mir richtig gut gefällt, ist hier diese Schrift, die gefällt mir richtig gut. Ja, dieses so ein bisschen, ja, nicht so, ja. Ja, also halt dieses, ja, wie soll man das sagen? Gefällt mir auf jeden Fall. Dann hier die Logos von Half-Life und Half-Life 2 und von Bioshock Renders drin. Aber du spielst nicht Half-Life. Aber ist ja egal. Sonst hätte ich ja gedacht, nimm ein Spiel mit rein, was du auch Let's Playst. Und hier, dafür, dass er lang ist, ist hier richtig viel tote Hose. Mich stört es nicht, dass er immer unten nicht so viel ist oder dass er nicht so überladen ist. Stört mich ja immer nicht. Aber hier solltest du echt mal gucken, ob du von Batman, was weiß ich hier, das Fledermaus-Logo oder so reinkriegst. Oder ein Render von Batman oder von Skyrim oder sonst was. Was da auch zu passt zu den Bildern. Jetzt würde hier, wenn du jetzt irgendwie Donkey Kong oder so mit reinnimmst, das würde dann wieder schon so krass sein, das würde eigentlich, ja, es passt nicht zusammen. Ansonsten hier schön gearbeitet mit diesem Transparent, schön reingepackt. Also so gefällt mir das echt gut. Aber hier solltest du vielleicht auch nochmal überlegen, so ein bisschen abzutrennen, so mit, ne, so wie hier jetzt. Dass das so ein bisschen, ja, geordneter aussieht. Und was ich beim Let's Play-Kanal immer so ein bisschen, ja, nicht so toll finde, ist immer, wenn man selber so ein Foto reinsetzt von sich. Da sollte man irgendwie mal gucken, ob man was anderes nimmt. Für andere Kanalarten, wie zum Beispiel die Unterhaltungsvideos machen, so Real-Life-Videos, da passt das. Aber beim Let's Play-Kanal finde ich das immer so ein bisschen, ja, nicht so toll. Aber ist meine Meinung, ne? Und muss ja auch nicht eure sein oder deine. Gut, dann kommen wir jetzt zum Rundown. Name Sylvan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Kanalaufrufe 46.410. Upload-Aufrufe insgesamt 22.541. Er ist seit 21.07.2007 dabei und hat 470 Abonnenten. Ich denke mal nicht, dass er, weil das Ding kam erst vor einem Jahr, das erste Teil. Ich denke mal nicht, dass du auch von Anfang an irgendwas gemacht hast, irgendwie Videos hochgeladen hast, sondern denke ich mal vorher auch so ein bisschen, ja, nur kommentiert hast oder bewertet hast und so weiter. Gut, hier hat er noch ein bisschen was bei sich geschrieben, gefällt mir auch richtig gut. Und das passt wirklich, also Let's Plays plus Wahnsinn, schräger Humor, das passt. Also ich habe mir da manche Folgen angeguckt und ist echt cool. Also Kommentarstil, das kann ich schon mal vorweg sagen, echt klasse. Also der bringt auch mal so trockene Sprüche rein. Gefällt mir echt gut. So, dann kommen wir jetzt. Laufende Projekte. Donkey Kong 64, The Elder Scrolls, Skyrim, Batman, Arkham Asylum. Geplante Projekte. Dishonored, Singularity, Brothers in Arms, Urn and Blood, Brothers in Arms, Hell Highway, Batman, Arkham City, Exodus from the Earth, The Elder Scrolls Oblivion, Call of Juarez, Bound in Blood, Bioshock Infinity, Stop the Zombie, sagt mir gar nichts, wenn er das zum Laufen bringt, okay. Dark Messiah of Might and Magic, Star Wars Republic Commando, abgeschlossene Projekte Bioshock 2, Darkest of Days, Brothers in Arms, Road to Hill 30 und Metal Slug. Abgebrochene und halbfertige Projekte. Bioshock 1, Xeno Rage, bis er wieder Bock drauf hat. Ja, also er spielt, was er eigentlich so möchte und das finde ich immer ganz gut. Er lässt sich nicht so sozusagen aufzwingen. Er kommt aus der Schweiz und ist 18 Jahre alt und das hört man auch in seinen Let's Plays und das gefällt mir aber, dieser Dialekt gefällt mir sowieso immer echt klasse. Und danke für, dass wir einen Platz bei dir in der Supportbox gefunden haben. Danke, danke, finden wir immer
krass geil. Gut, dann kommen wir jetzt zum ersten Projekt, zum ersten kommentierten. Und das ist Let's Play Bioshock Part 2. Ihr seht, 720 passt aber nicht wegen dem Balken. Aber es ist das erste, hm? Da wollen wir nicht so sein. Also, viel Spaß. Wir hören noch mal ganz kurz rein. Ja, willkommen zu meinem allerersten Let's Play, nämlich Bioshock 2. Ja, und wir liegen jetzt hier 10 Jahre in der Pfütze rum. Ja. Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Oh mein Gott, ist mir schlecht. Das Zeug gestern Abend hat in mir reingezogen. Oh, ja. Oh, nicht geduscht, eine Woche lang. Und hoch mit uns. Ja, wie gesagt, willkommen zu meinem allerersten Let's Play Bioshock 2. Ja, ich habe dieses Spiel gewählt, weil ich es eines der genialsten Spiele finde, das bis jetzt herausgekommen ist. Ich es gerne für euch Let's Playen möchte. Ja, am Anfang können wir nicht viel machen, wir können nur springen. Bats, wir können uns ducken. Und wir können mit dem Bohrer Leute hauen. Und den Bohrer können wir hier gleich einsetzen. Oh, ich habe wieder vergessen, den Zeitkäfer zu stellen. Ja, wieder da. Jetzt ist der Zeitkäfer auch an. Und los geht's. Hier ducken wir uns. Ja, los geht's. Und eine Big Sister. Bats. Bam. Bam. Das ist der schwerste Gegner im ganzen Spiel. Aber sie wird uns nicht angreifen, solange wir ihre Little Sister nicht angreifen. Aber wir krallen uns die natürlich gerne, weil wir die ja natürlich brauchen. Oh, ich höre die Gegner. Ja, das war der erste kommentierte. Vor einem Jahr kam das gute Teil. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, aber dass manchmal, ja, die Lautsprecher sich übertönen. Also da war ja, also man hat ihn sehr gut rausgehört, sagen wir es mal ganz so, wie es ist. Und man sieht ja auch die Renders. Deswegen ist das mit 720 nicht so, ne? Also passt eigentlich nichts bei den Renders. Weil bei 720 hast du keine Render mehr. Aber ansonsten, man hat es rausgehört, dass er aus der Schweiz ist, aber das finde ich cool. Also das gefällt mir richtig gut. Ja, was gibt's noch zu sagen? Er hat das auch gut erklärt, warum er das Spiel spielt. Also hat das auch ein bisschen mit erklärt. Also gefällt mir. Also da von dem Kommentarstil kann man nichts sagen. Er hat auch zu Anfang seinen Humor mit reingebracht und das zieht sich eigentlich durch jedes Let's Play. Hat einen richtig coolen Humor, der gefällt mir echt gut. Kommentiert das nicht so trocken, hat manchmal richtig coole Jokes drauf. Und hier sieht man auch irgendwie schaderweise, ne? Leider, dass hier wirklich fast überall diese Render sind. Deswegen sieht man, es ist nicht in HD gespielt. Hm? Aber seht ihr mal, was er schon alles gemacht hat? Alter Falter, ne? Da habt ihr irgendwie richtig was zum Gucken. Also echt. Ne? Auch bei Skyrim. Ich weiß nicht, ist das... das ist alles Konsole. Ich weiß nicht, ob es da mit den Rendern schwieriger ist, auf HD zu kommen. Weiß ich jetzt nicht. Weil hier zum Beispiel bei... Hier ist wieder HD. Und auch hier. Also denke ich mal, dass du da irgendwie, ja, die Einstellung noch nicht so richtig gefunden hast. Und dass das jetzt echt raus hast, wie du das renderst. Ja, weil ab hier ist dann alles HD. Sieht man hier auch. Und jetzt schauen wir uns das neueste mal an. Das ist Batman Arkham Asylum. Part 16 kam vor 2 Tagen. Also seht ihr, er macht auch regelmäßige Sachen. Ja, 6 Tagen. Ja, weil manche sagen ein Video pro Tag, aber das kann man manchmal, wenn man noch andere Sachen zu tun hat, fast immer nicht schaffen. Es sei denn, man produziert laufend vor. Also, aber es passt. Wenn man sagt, hier immer so, ja, 2 Videos die Woche reicht bei mir eigentlich immer. Ja, sei denn, man produziert ordentlich vor, dann schafft man es mit jedem Tag. Aber solange man merkt, es wird sich um den Kanal noch gekümmert und der liegt nicht brach, finde ich das immer nicht so schlimm. Okay, dann schauen wir uns jetzt den Batman-Part an. Arkham Asylum. Viel Spaß damit. Batman ist wieder da.
Back in Action, glaube ich jedenfalls. Bist du das Belüftungssystem? Kann sein. Wir hacken jetzt alles, weil wir es können. Kann irgendjemand von euch das Belüftungssystem ankurbeln? Ich müsste da nämlich rein. Das dauert etwas. Das System hat mich gesperrt. Na toll, ich muss da rein. Da drin ist das Rätsels Lösung, mein Lieber. Danke, Batman. Danke, gern geschehen. Oh Mann. Mach doch jetzt endlich mal dieses blöde Belüftungssystem an. Wo ist denn Thomas? Der Name des Patienten ist Victor Zeus. Ja, interessiert niemanden, Zeus. Man kann sagen Zeus oder Xes. Ich habe mich mal mit einem Profi unterhalten. Könnten Sie das bitte mal aufmachen? Okay, wir machen natürlich auch Stärkungs-Upgrade 4, weil wir dann so cool sind wie Batman. Wir sind ja auch Batman. Und ich hasse den Joker, da ich wegen ihm ein Rätsel nicht lösen kann. Könntest du endlich verdammt nochmal das Zeug lösen? Das ist hier oben. Oh, ist auch noch was. Dann sprengen wir hier die Wand auf. Ja, das war dann der neueste Part vor 2 Tagen. Let's Play Batman Arkham Asylum, der 16. Part. Ihr merkt ja schon hier, wie gesagt, es passt alles 720, die Render sind verschwunden. Passt wirklich alles wunderbar. Spielsound passt diesmal, man hört ihn super raus. Das Spiel ist nicht zu laut, nicht zu leise. Es passt wirklich wunderbar. Und so solltest du weitermachen. Also mit dieser also super. Man merkt auch, er hat seinen Humor mit drin. Er kommentiert auch durchgängig, hat nicht so viele Pausen. Und das auch beim ersten Let's Play. Auch alles super durchkommentiert und von Donkey Kong habe ich mir auch ein paar Sachen angeschaut, ist auch echt lustig gemacht, also gefällt mir auch. So, dann schauen wir mal kurz in die Playlist. Man sieht, er nimmt keine Spielbilder, er macht seine eigenen Thumbnails oder es wird für ihn gemacht, aber es sieht cool aus. Nur was mir aufgefallen ist, hier fehlen ein paar, zum Beispiel von Batman fehlt das, von Skyrim fehlt es, von Donkey Kong und von Metal Slug fehlt das auch. Solltest du nochmal nachreichen. Weil man sieht das bei den Uploads, aber wer wühlt sich da gerne durch? Ne? Weil zum Beispiel kommt einer zum Beispiel bei, sagen wir mal, Batman Arkham, nehmen wir mal Skyrim hier zum Beispiel, bei Part 12. Möchte aber die davorigen sehen und muss sich erstmal hier durchwühlen, macht kaum einer. Deswegen sollte das wirklich in Playlist packen. Also da mal drüber nachdenken, das nachzu. Aber ich denke mal, das machst du oder bist schon dabei, das zu machen. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu nörgeln. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Hier vielleicht nochmal so ein was von Batman, was weiß ich hier, das Logo von Batman mit reinbringen, damit hier unten was ist, weil das ein sehr langer Kanal ist und hier ist dann Totentanz hier unten. Muss ja nicht komplett bis unten mit Bildern vollgepflastert sein, aber so ein bisschen, weißt du? Und hier vielleicht noch so ein bisschen unterteilen, dass man das mehr als Übersicht hat. Und wie gesagt, Dankeschön dass du uns in deine Supportbox mit reingepackt hast. Und das mit dem Avatarbild nochmal überlegen, weil es passt irgendwie nicht zu einem Let's Play-Kanal. Sein eigenes Foto da reinzumachen, das passt irgendwie nicht. Aber ansonsten ist das wirklich ein super Kanal. Echt meine Empfehlung. Schaut ihn euch an, bewertet ihn, kommentiert ihn. Gebt einen Daumen hoch bei seinen Videos. Und wenn euch seine Projekte gefallen, aber auch nur dann, könnt ihr ihn natürlich auch sehr gerne abonnieren, weil ich denke mal, Box for Box oder Sub for Sub hat er keine Lust drauf. Ja, wie gesagt, immer einen Kanal abonnieren, wenn man sich auch seine Sachen anschaut, die man abonniert hat. Ja, das war's eigentlich mit der Kanalvorstellung. Echt eine Empfehlung wert.
Sorry. Ja, möchtet ihr auch mal vorgestellt werden? Dann schickt einfach eine PN an unserem Kanal mit dem Betreff Kanalvorstellung. Sollte natürlich auch ein bisschen kritikfähig sein, weil sonst, ja, ist halt so. Und die Schrift gefällt mir, wie gesagt, ne? Habe ich aber auch schon, glaube ich, erwähnt, ne? Ja, doch, habe ich. Gut. Mit den Kanalvorstellungen, das kann mal so ein bisschen dauern, weil ich habe ja natürlich auch meinen Let's Play-Kanal am Laufen. Und momentan hat ja mein Kollege, der gute MC Shithead, ein paar Probleme auf diesen Kanal zu kommen. Aber er versucht es wirklich zu lösen, um mich so wieder, um uns, dass wir das wieder zu zweit machen. Dann läuft das auch wieder flüssiger, weil so muss ich immer gucken, das so ein bisschen splitten, mit welchem Kanal ich was mache. Also ist es echt schwer, da Zeit zu finden. Ne, deswegen, wir haben euch nicht vergessen, wir sind natürlich immer am Laufen, versuchen es immer so schnell wie möglich den Kanal hier wieder mit zu bedienen. Und ich hoffe, dass MC das irgendwann richtig wieder hinbekommt, dass er auch auf den Kanal wieder zugreifen kann. Falls einer einen Tipp hat, woran es liegen kann, kann er natürlich auch gerne hier unten einen Kommentar schreiben unter dem Video oder auf unsere Kanalwand, falls ihr auch mal solche Probleme habt und habt einen Tipp für ihn, wie er das hinkriegt. Gut, ja, aber jetzt genug von unserer Sache. Außer, dass wir dieses Wochenende wieder versuchen, eine Kanal-News-Show zu machen. Also schickt uns eure News für irgendeinen Kanal. Muss kein Let's Play-Kanal sein. Kann natürlich auch jeder andere Kanal sein, den wir mal vorgestellt haben. Ne? Schickt uns eure News, damit wir sie in die Kanal-News-Show kommendes Wochenende, ich weiß nicht genau, Samstag oder Sonntag, muss ich mal schauen. Aber es gibt noch mal ein Infovideo dazu. Also, ja, habt noch einen schönen Tag, Sonnenaufs- und Untergang. Das war Russell 770 für Hype 770. Vorgestellt haben wir den coolen Kanal von Silo 785 oder 785 oder 785. Ja, also, bis dann, Imanski. Ich bin raus. Ciao, ciao!